Ui. Krass. Ich dachte jetzt eigentlich noch, man sieht jetzt noch, was mit Clementine noch passiert. Zumindest, dass sie halt Omid und Krista trifft. Hätte ich jetzt persönlich darauf gewettet, wenn ich ehrlich bin. Krass. Schauen wir uns noch einmal ja, das Zeug hier an, also die Sachen, die wir hier halt haben. Was wir uns entschieden haben, also dieses Arm entfernt, da waren wir wirklich, da waren wir also eine extreme Minderheit. Ja. Aber im Endeffekt, also gut, wir hätten uns vielleicht retten können, aber wir hätten nichts mehr machen können und es wäre für Clementine, denke ich mal, fast genauso schlimm gewesen, ihren, ja, so eine Art Vaterersatz, beziehungsweise halt allgemein Elternersatz ja zu sehen, und der dann plötzlich den Arm verloren hat. Also ich als Person, wenn ich jetzt mal so denke, ich wäre 7 Jahre alt und dann würde plötzlich mein Vater ohne Arm nach Hause kommen, sage ich jetzt mal so ganz übertrieben, das wäre für mich, das wäre ja heute noch für mich ein Schock. Also ganz ehrlich, das wäre, ich würde es ja nicht verstehen. So gesehen, warum ist jetzt dieser Arm? Okay, in der Situation kann man dann noch sagen, ja. Wurde halt gebissen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dass er nicht mutiert und alles, aber ich glaube, zwischen dem Biss und der Amputation wäre zu viel Zeit vergangen einfach. Das ist. Ah, es ist ein Virus. Ein Virus breitet sich im Körper aus. Und der bleibt nicht an dieser Stelle. Das heißt, wenn du nach 2 Stunden dann halt mal den Arm oder so weg machst, ne? Ich glaube, es ist notwendig gewesen, dass Lee stirbt. Also Lee wäre so oder so gestorben. Und ich denke, das wäre nur noch ein anderer Zweig gewesen. Also zum Beispiel, dass wir das mit der Leiter und alles hätten nicht machen können. Dass wir vielleicht auch nicht hätten springen können. Dass Ben nicht gestorben wäre. Dass Kenny vielleicht nicht gestorben wäre. Wobei man bei Kenny, wie gesagt, ich will nicht 100%ig sagen, dass Kenny tot ist. Will ich ganz ehrlich. Also ich bin da noch nicht ganz sicher. Ich will das echt noch nicht sagen. Aber naja gut. Also gut. Konsequenzen. Beherrschung verloren. Blablabla, haben ihre Herrschung verloren. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich meine Beherrschung verloren habe, aber gut. Entwaffnet, Waffen aufgeben, ja. Wir waren ja freundlich, wir haben das ja gemacht. Den Fremden, ob wir den getötet haben, das haben wir gemacht, ja. War ja auch, tut mir leid, aber war ja auch gut. Und im Endeffekt, ich meine, der war ja krank in Anführungsstrichen, also der war ja psychisch, war der ja weggeknickt bis zum Gehtnimmer. Und Lees Verwandlung gestoppt. Wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt. Ich wollte sie nicht mit dieser Last dann noch beauftragen, ihren, ich sage ja, Elternersatz dann noch zu töten. Sie hat gerade gesehen, dass ihre richtigen Eltern, wo sie ja immer gehofft hat, dass die noch irgendwie am Leben sind, die dann schon tot waren. Und dann soll sie ihren Elternersatz töten. Damit hätte sie so gesehen zwei, oder besser gesagt, drei Bezugspersonen verloren, die sie halt irgendwie geprägt haben. Ich meine, Kinder suchen sich ja, die brauchen ja so gesehen ein Vorbild. Die brauchen ja jemanden, der ihnen das ein bisschen vorlebt, ne? Und alles. Also, das ist halt einfach so. Wir Menschen, wir sind Imitatoren, so gesehen. Wir imitieren alle erstmal unsere Eltern. Sprache ist imitieren. Gehen ist imitieren. Essen ist so gesehen imitieren. Also wir sehen, oh, Mutter und Vater essen Thunfisch. Ich probiere auch mal Thunfisch. Mutter und Vater schmeckt Thunfisch, mir schmeckt auch mal vielleicht Thunfisch. Das kommt nicht jedes Mal, also man mag nicht alles, was die Eltern mögen, das ist irgendwie logisch, aber die Geschmäcker gehen da schon, also sie gehen ab und zu schon ordentlich aufeinander zu. Sowas halt, weil man halt einfach dieses, ja, das lernt man einfach so. Also ich sehe, also ich habe hier so ein bisschen, also zwei Sachen, wo ich extrem weit von der Masse mich entfernt bewegt habe, sag ich mal. Mit dem Lees Arm entfernen und Lees Verwandlung gestoppt. Was ich nicht verstehen kann. Also, ich an Lees Stelle wäre so gesehen, also natürlich in der Situation, glaube ich, hätte ich es so weit gemacht, bis es nicht mehr geht. Also, so weit Clementine halt mitgenommen, bis ich irgendwann nicht mehr kann und sie dann auch weggeschickt. Aber ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich gebissen werden würde, tun in dieser Welt, würde ich mich irgendwann nach kürzester Zeit selbst umbringen.
bin ich mir ziemlich sicher. Weil, also wenn man halt weiß, okay, ein Biss ist tödlich. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dann würde ich mich wirklich, ich glaube, dann würde ich mich in dieser Situation dann umbringen. Ne? Sag ich ganz ehrlich, also, weil ich möchte dann in dieser Situation, ich möchte halt bis zum Ende ich sein. Und das will ich auch im echten Leben. Also ich will später, ich will nicht so als Halbtoter irgendwo an irgendwelche Maschinen hängen. Das jetzt mal ganz so nebenbei erwähnt, also um das mal kurz nochmal auf die echte Welt zu beziehen, da würde ich mich auch halt in Anführungsstrichen freuen, wenn einer meiner Familienmitglieder dann halt sagen würde, okay, der will das nicht, das hat er mal gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr, wir schalten ab. Ja, das wäre für mich so, das wäre mein Wunsch, wenn ich mal in diese Situation komme. Ich will es nicht hoffen, ich wünsche es auch keinem Menschen, dass so etwas passiert, dass man irgendwann mal eventuell bei einem Verwandten halt sowas entscheiden muss. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor, sage ich ganz ehrlich. Also, ja, gut, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich will jetzt zum. Oh, warte mal. Jetzt können wir uns hier nochmal die ganze Geschichte anschauen. Okay, also du hast. Okay. Du hast, also Kenny, wir hätten um die Uhrzeit mit dem Roller noch draußen rum. Das kann doch wohl die Wahr sein. 11:55. Ich habe morgen Schule, scheiße. Also du hast deinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm von deiner Vergangenheit erzählt. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch, Ben zu retten. Dann bei Katja, du wolltest ihr im Hotel etwas zu essen geben. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Fällt sein Name gerade nicht ein. Verzeihung. Du hast ihm trotz seiner Rachelust deine Axt anvertraut. Du hast versucht, ihn wiederzubeleben. Larry, so hieß er genau, starb im Kühlhaus der Molkerei. Dann kommen wir zu Lilly. Du hast sie Miststück genannt, als du sie zum ersten Mal trafst. Geil. Du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Du hast dich entschieden, ihr deine Vergangenheit anzuvertrauen. Ja, also was mit ihr passiert ist, wissen wir ja nicht. Und Omid, ihr wurde nach der Übertretung des Schildes getrennt. Dann geht's vermutlich weiter. Du hast Ben verteidigt, als er des Diebstahls beschuldigt wurde. Verzeihung, da habe ich den Satz nicht ganz zu Ende gelesen. Du hast Ben um Hilfe gebeten, Clementine zu finden. Ben stürzte in eine Gasse und in Savannah in den Tod. Dann kommen wir zu Carly. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Also ja. Sie wurde von Liddy getötet. Du hast ihr zugestimmt, den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen. Dann kommen wir zu Krista. Du hast ihr geholfen, auf den Zug zu kommen. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Du hast ihr und Umid gesagt, sie sollten ein Boot finden. Du hast sie und Umid gebeten, auf Clementine aufzupassen. Seinen Namen weiß ich echt nicht mehr. Das war ganz am Anfang der Story. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber seinen Namen weiß ich nicht mehr. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Dann Duck noch. Du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich verwandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir in den Credits. Lest ihr euch gut Deutsch, gut Deutsch und gut durch. Jeder der Personen, die dort mitgearbeitet haben. Ich werde jetzt den Ingame-Sound ausblenden in dieser Szene, weil das ziemlich gute Musik ist, die kann nur urheberrechtsgeschützt sein. Es tut mir leid, aber dann bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Boah, was kann man sagen über The Walking Dead? Ich bin ja schon ein großer Fan von der.